Willkommen heute wieder zu einer Clicker Heroes Folge. Heute mit der nächsten Transcension und einigen Ergebnissen aus den Nachforschungen für die Gildenbelohnung. So, jetzt erstmal hier noch ein bisschen die letzten Level wieder zu aktivieren. Weil natürlich der letzte Reset, der letzte Aufstieg auch noch ansteht, bevor ich dann wieder die Transcension mache. Allerdings wird es nicht mehr viel bringen, weil ihr seht, ich habe jetzt hier gerade mal 1 hoch 13 Seelen und ich brauche fast das Zehnfache davon, weswegen ich auch nicht allzu viele Seelen dafür bekomme von den Incident Souls, weil es einfach jetzt zu lange dauern würde, das weiter zu nutzen. Und es sind, glaube ich, noch etwa 100 Level oder so, bis ich hier auch den Maximum Primalreward erreiche. Also von daher ist da insgesamt zumindest jetzt nicht allzu viel zu holen. Und deshalb, also gleich die erste Erkenntnis mit den Gilden. Also heute habe ich jetzt noch nicht gekämpft, wird wahrscheinlich auch knapp werden, den zu schaffen. Die Seelenbelohnung, so wie nach meiner Erkenntnis das jetzt ist, es steigt zwar mit jedem Level an, letztlich hat es abhängig von der, abhängig vom Immortal hat es anscheinend eine Höchstgrenze. Und dieser anfängliche Anschein, dass es irgendwie hiermit zusammenhängt, wie viel Seelen ihr letztlich in der aktuellen Transcension schon gesammelt habt, ich glaube, das hängt eher damit zusammen, dass es eine Maximaldeckelung gibt. Das heißt, der Maximalwert zum Beispiel jetzt hier gestern für Level 50 liegt eben bei 5,16 hoch 12 Seelen. Deswegen hat dann es auch keinen Einfluss mehr auf wie viele Heldenseelen ihr tatsächlich gesammelt habt. Umgekehrt ist es dann so, wenn ihr noch nicht genug gesammelt habt, da kommt wahrscheinlich auch meine Erfahrung mit den 10% her. Das werde ich jetzt erst nach dem nächsten Transcension dann nochmal überprüfen können, dass letztlich die irgendwie auf 10% der aktuell gesammelten Heldenseelen begrenzt sind. Und erst wenn ihr das natürlich ausreichend erreicht habt und überschritten habt, greift dann letztlich die Deckelung, die eigentlich pro Monster sozusagen gilt. Also so zumindest aktuell meine Einschätzung. Des Weiteren habe ich dann auch noch ein bisschen geschaut, wie entwickelt sich das mit dem Titanschaden. Im Moment seht ihr, dass der Wert etwas auseinandergelaufen ist, 2,8 hoch 14 und eigentlich habe ich 2,7 eingesammelt. Das hängt zum einen damit zusammen, dass aus dem aktuellen Aufstieg das, was ich hier so an Bossen letztlich erwische, also dass der Wert, jetzt ist es 2887, das ist jetzt leicht angestiegen auf 2889, weil ich natürlich eben diese 2 hoch 11 sozusagen dazu bekommen habe. Die werden bereits mitgezählt. Was aber nicht mitgezählt wird, sind, wenn ihr von den Mercenaries hier diese Quick Extension bekommt, die werden auf den Schadensbonus erst drauf addiert, wenn ihr tatsächlich den Aufstieg gemacht habt. Und nach einem Aufstieg ist letztlich der Titanschaden tatsächlich identisch mit dem Wert, der hier steht, Heldenseelen aus Aufstiegen. Also das soweit zu den Erkenntnissen aus den Gilden. Also es lohnt sich dann nicht, die Gilde zu resetten und tatsächlich immer wieder ein Level nach und nach aufzusteigen, weil es einfach eine absolute Deckelung gibt. Das konnte ich zumindest beim Aufstieg von 49 aus 50 jetzt feststellen, dass sich da einfach die, die Heldenseelenbelohnung letztlich verdoppelt hat. Und dass, nachdem ich einen Tag den 51er nicht geschafft habe, wieder auf Level 50 zurückgefallen bin, dass letztlich die Seelenbelohnung 1:1 identisch war, unabhängig davon, wie viele Seelen tatsächlich hinzugekommen waren. Und ja, deswegen soweit. Ich werde jetzt mal probieren, wie weit ich hier aktuell noch komme mit dem Leben, weil gestern habe ich ja nur 5,7 hoch 17 Schaden gemacht, aber ich glaube, das war bei 2 Anläufen. Und mal sehen, wie viel der hier jetzt noch sozusagen klein zu kriegen ist und ob es sich vielleicht lohnt, zumindest den noch mitzubekommen, auch wenn es irgendwie, also es verdoppelt sich dann wieder, das heißt, wenn das andere irgendwo 5 hoch 12 waren, dann würde ich tatsächlich noch einen 13er bekommen, das müsste ich gleich nochmal nachschauen. Aber es wird auf jeden Fall, würde das zu viel werden, weil ich müsste dann jetzt noch 2 Stunden warten, um die Standards sozusagen mitzunehmen. Und es könnte wahrscheinlich tatsächlich aufgehen,
weil ich habe jetzt 3,5 knapp und 7,7. Also ich werde wahrscheinlich noch eine Rubis dann brauchen, nachdem ich die anderen zwei genutzt habe. Also von daher heute noch nicht, sondern erst dann ja, in der nächsten Transaction. Dann wird auch Level 51 sozusagen relevant. Was dann auch ganz gut passt, weil ja, dann ist zumindest ein Tag, dass das dann ein Zehntel hierzu beiträgt. Das ist schon mal ganz okay. Wie gesagt, die Transcendental Souls werde ich jetzt hier nicht mehr abschließen können, weil das ganz einfach ja, zu lange dauert, um hier diesen Aufstieg zu bekommen. Aktuell bekomme ich 1,8 hoch 13 für einen Aufstieg sozusagen komplett, so gerechnet zumindest. Das wäre natürlich hier praktisch, weil ich habe hier eigentlich insgesamt 2,5 Aufstiege mindestens oder sogar fast 3 Aufstiege. Mal gucken, wer hiervon alles überlebt. Und dann habe ich noch einen interessanten Test, weil ich hatte es so gemacht, dass ich, also mir sind inzwischen einige weggestorben. Übrigens der ganz weit entwickelte, der über Level 25 hinaus schon drin war, der hätte irgendwie 12.000 Rubis gekostet, um den wiederzubeleben. Also einfach Wahnsinn. Und hier an der Stelle, ich hatte ja, die Mission abgeschlossen, einer ist halt gestorben, dann beim nächsten die Mission abgeschlossen, dann kam dieser Rekrutierungsrequest, habe die jetzt noch nicht gestartet gehabt, habe dann den Söldner dazu gekauft und habe jetzt noch die Rekrutierungsquest ausgeführt. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob sich damit das Limit eventuell, ob ich jetzt einen sechsten Söldner dazu bekomme oder was er mit dieser Quest tatsächlich macht. Okay, er behauptet, ich hätte einen neuen Söldner bekommen, ich habe aber keinen bekommen. Also ist das sozusagen automatisch begrenzt. Gut, jetzt habe ich hier natürlich nur ziemlich schlechte Sachen, die ich für einen Transcension nicht gebrauchen kann. Weil es wäre auf jeden Fall wichtig, dass sie wenigstens noch 24 Stunden laufen, damit die irgendwas Sinnvolles zu tun haben. So, ich werde jetzt einfach in die ja, in das nächste Weltenreset starten. Ihr seht jetzt hier, der hier letztlich auf 2000, bis er dann den Weg des Königs freischaltet für den König Midas. Und ansonsten Betty Tapper, die ich hier bis 10.000 levele, bevor ich dann letztlich hier den 2000er hole. Weil das sind so etwa die Verhältnisse, wo das auf jeden Fall sicher dann funktioniert. Und letztlich König Midas inzwischen mit allen, oder zumindest 427 von den ganzen Gildenpunkten, die jetzt verfügbar sind. Soweit der aktuelle Status. Wie gesagt, das bringt jetzt eh nichts mehr, weil so einen neuen Höchstwelten, ja, also ich werde jetzt ja keinen neuen Rekord mehr aufstellen. Ich bin jetzt knapp bei über 4600 gelandet und ja, auf zur nächsten Transcension. Also erst nochmal den Aufstieg mitnehmen, damit ich hier auf jeden Fall also die Heldenseelen mitnehmen kann. Das heißt, ich habe dann noch 8,6, dann, bis ich dann die nächste Seele hier bekomme, aber das wird eben jetzt in dieser Runde nicht mehr der Fall sein. Ansonsten nochmal ein kurzer Blick auf die Antiken. Also hier habe ich inzwischen eben die Schwierigkeiten, die noch kaum weiterzubekommen, weil das eben auch so viele Heldenseelen in Anspruch nimmt. Da habe ich jetzt schon, ja, da habe ich schon beim letzten Mal gar nicht mehr verteilt, weil die halt jetzt so teuer sind und das kaum noch lohnt. Immerhin bin ich bei 3,5 für die Monster angekommen. Und auch hier dann der Mortus auf 2,8 hoch 14 und die also der Solomon im deutschen Pyramidikus ist bei 4,4 hoch 5. Das heißt über 7 Millionen Urheldenbonus nochmal, den ich jetzt hier auch nochmal ein bisschen verstärken werde. Also da ich jetzt nur wenige Seelen dabei habe, also gehen wir einfach mal in die Transcension. Jawohl. So, das heißt, hier oben sind die Transcension wieder leicht angestiegen, weil ja 4,5 Punkte hier dazugekommen sind. Dann ist eben als erstes auf jeden Fall, dass ich hier nochmal um 3 Level, das heißt um 6 Punkte hier aufsteigen werde. Das heißt jetzt an 62, also von 55 nochmal sozusagen 7,5% etwa. Und die restlichen Punkte werde ich jetzt hier nochmal in den Solomon vergeben, einfach um tatsächlich noch schneller an mehr Seelen zu bekommen. Der Bonus ist jetzt erstmal egal, der ist ja eh jetzt nochmal deutlich angestiegen wieder.
glaube, hoch 11 hatte ich vorher, jetzt sind es hoch 13. Da ist schon ein ausreichender Faktor dabei, aber auf jeden Fall den Solomon noch sozusagen um 20%, das heißt 300% hier, 1500 hatte, also ist im Unterstrich etwa 20% nochmal gesteigert. Ich hoffe, dass ich damit einen ganz guten Start hinlege und natürlich hier vielleicht, achso, es ist jetzt natürlich nicht mehr sichtbar, weil die Transcension waren jetzt bei 25 bis 26 Tagen. Und jetzt gilt es natürlich dann hier wieder weiterzukommen und mal sehen, inwieweit ich dann dieses Mal das ein bisschen beschleunigen kann und sage, okay, ich mache da jetzt nicht wieder 3 Wochen oder so weiter, bis ich zur nächsten Transcension komme, sondern je nachdem, wie regelmäßig ich halt spiele, mit Schnitt 1 bis 2 Aufstiegen pro Tag, dass sich das dann vorher schon wieder lohnt. Solange ich eben jetzt hier einen vernünftigen Bonus bekomme, weil hier ist jetzt der Primarreward zumindest. Das heißt, für ein Monster in der Höchststufe brauche ich gerade mal 5-6 Level, dann habe ich schon wieder die nächste Acid and Soul zusammen. Aber sobald sich das natürlich ein paar Mal verdoppelt hat, nimmt dieser Faktor extrem ab, also im Verhältnis. Dann lohnt sich das nicht mehr. Deswegen auch diese Größenordnung irgendwo zwischen 7 und 10 Acid and Souls, letztlich den nächsten Transcension zu machen. Einfach um den Faktor hochzubringen, weil natürlich auch, wenn ihr das vorher nochmal angeschaut hattet, die Zahl ist jetzt natürlich hier schon weg, dass sich das eigentlich immer wieder um den Faktor 100 vergrößert, die Hero Souls, die hier sacrificed werden und die ihr natürlich ohne Probleme einsammeln könnt. Und ja, das ist so eigentlich immer wieder die Pyramide oder letztlich die Spirale, in der sich das Spiel aktuell dreht. Und mal schauen, wie weit es noch motivierend ist und irgendwie noch der nächste kleine Schritt irgendwie vor der Nase hängt, um zu sagen, ja, okay, das passt irgendwie. Hier vielleicht dann noch, ja, jetzt fehlen mir noch 28 Acid and Souls, um hier den nächsten Achievement freizuschalten. Aber bis 500, das ist dann noch ziemlich lange. Und die Quests, diese 2500er Achievements für die Quests, sind natürlich extrem langwierig immer noch. Es ist noch spannend rauszubekommen, ob die Transcendent Zone Conqueror auf 30.000 eher kommt als die ganzen Söldner-Missionen oder Mercenaries eben, um die ganzen Quests abzuschließen. Das heißt, ich habe jetzt gerade mal 1000 oder das ersten 20% von dieser Achievement abgeschlossen und das fährt noch 5 Minuten Quest und da ich die ja nicht selber auswählen kann, dass es eine 5 Minuten Quest ist, sondern dass er zufällig generiert wird, ist es halt auch dort etwas anstrengend. Also auf jeden Fall soweit für heute. Mal wieder kurze Rückmeldung. Das war jetzt die 5. Transcension, wenn ich mich nicht irre. World Transcension ist die 5. Und ich bewege mich dann jetzt auf dem Weg zur 6. Natürlich noch eine ganze Weile hin. Soweit für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!